Eine Studie hat gezeigt, dass sich viele Studenten gestresst fühlen. Ob das wirklich so ist, wollten wir heute mal von euch hören. Im Moment? Nö, eigentlich nicht. Das kommt wahrscheinlich erst bei der Klausurenphase. Genau. Zurzeit ist es, würde ich sagen, Mittel. Wir haben in einem Monat zu den Klausuren. Darum, ja, es wird jetzt wahrscheinlich für Woche zu Woche einfach mal ein bisschen stressiger. Momentan fühle ich mich sehr gestresst. Das Semester hat schon ziemlich stressig angefangen. Also im Moment schon so jeden Tag. Also ich bin eine sehr fleißige Vorlesungsgängerin, deswegen würde ich schon sagen, so 4 bis 6 Stunden. Also gar nicht mal so viel Zeit verbringe ich da in den Vorlesungen, sondern eher so pro Tag, kommt immer drauf an, 2 bis 4 Stunden. Aber die Nachbereitung ist meistens das, was zeitaufwendig ist. Kommt drauf an, also je näher die Klausurenphase rückt schon, aber sonst, wir haben ja viele Tutorien und Übungen, von daher geht's. Na, ich probiere das Ganze quasi unter der Woche alles für die Uni zu machen, dass ich am Wochenende eben ja, meine Hobbys und Freunden und so einen Kram machen kann. Doch schon, also so 3 Stunden am Tag nehme ich mir dann schon nochmal. Zeit ist ja dann nicht mehr, wenn man von 8 bis 18 Uhr in der Uni ist. Ist halt die Motivation, nach Hause zu kommen und sofort was zu machen, nicht ganz so hoch. Aber an sich schon, weil sonst kommt man ja auch nicht mit. Ja, seit diesem Semester auf dem Markt. Ja, ich habe einen Nebenjob, da bin ich immer so 1 bis 2 Mal die Woche, je nachdem wie ich schaffe, momentan nicht so häufig, weil ich natürlich auch viel für die Uni gerade machen muss. Das ist immer ein bisschen stressig, dann das unter einen Hut zu bringen. Ich habe davor eine Berufsausbildung gemacht und arbeite noch als Rettungsassistent. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was wirklich wichtig ist zu machen jetzt und was man aufschieben kann. Ich würde sagen, gutes Zeitmanagement. Ich stehe voll auf Haken. Man kann irgendwie Sachen machen, die man irgendwie machen will. Und wenn man einen Haken gemacht hat dahinter, dann muss man das eben nicht mehr machen. Also meistens ist ja immer so ein großer Berg, der dann vor einem steht und dann einfach so in kleinen Stufen erklimmen, dann passt das.